the Konami code. Up, down, down, left, right, left, right, left, right, left, right. BA Select Star, BA Select. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity. Leute, ich bin mal wieder ein bisschen abgefuckt. Wie sollte es anders sein bei Assassin's Creed? Denn ich habe mir eine neue Grafikkarte geholt, die nebenbei nicht ganz günstig war. Um genau zu sein, ist die GTX 980 von Nvidia. Ja, das Spiel läuft auf Ultra, komplett flüssig. Doch jetzt muss ich leider kurz mal auf sehr hoch spielen. Denn während der Aufnahme laggt das Spiel einfach unnormal. Es ist nicht zu glauben. Oder zumindest beim Start. Also ich weiß nicht, was die Entwickler da wieder verzapft haben, aber... Leute, warum tut ihr das? Warum macht ihr dieses Spiel nicht einfach mal richtig? Warum nehmt ihr euch nicht Zeit, ja? Ich verstehe es einfach nicht. Es tut mir im Herzen weh. Es ist einfach... Es ist, da, seht ihr es? Es ist einfach, es ist nur Tortur, ja? Und das ist einfach, das nimmt so ein bisschen den Spielspaß und das ist leider nicht schön. Aber gut, wir müssen uns jetzt damit abfinden und konzentrieren uns wieder aufs Spielgeschehen. Ich habe es jetzt auch so gut, also so versucht hinzukriegen, dass das auch irgendwie möglichst flüssig läuft, so gut es geht. Und ich denke mal, es läuft nicht flüssiger als vorher. Aber wenigstens grafisch ein bisschen besser. Hoffen wir doch mal. Man sieht zumindest ein bisschen mehr Details. So, was machen wir? Da hinten, also hier hatten wir ja die Notre Dame, die gute. Da ist ein Verbrecher. Den ziehen wir uns schnell. So, wir müssen nämlich eh in die Richtung. Oha, ist der schnell. Arno, jetzt beeil ich da mal. So. Den holen wir uns noch schnell, komm. Come on, come on. Fuck. Jetzt geht der Typ mir aber halt hart auf den Sack noch. Mann. Arschloch. Keine Chance. Arschloch. So. Und jetzt gehen wir einfach hier außen lang. Über die Bäume. Boah. Assassin's Creed lag mal wieder wie Sau. Es ist echt nicht zu glauben. Ubisoft bringt einen Scheiß in Ordnung. Ganz ehrlich. Ja Leute, was soll der Kack denn bitte? Ganz im Ernst, was ist denn das für ein Lag? Das kann man doch echt nicht in ein Spiel einbauen, wenn man das rausbringt. Meine Fresse. So, du gehst auch sterben. Das weißt du, das macht mich nicht wütend, das macht mich, alles enttäuscht mich einfach. Und das ist leider echt ein bisschen unschön. Weil wenn man über 500 Euro für eine neue Grafikkarte ausgibt, ist das halt einfach Kacke. Aber gut, man muss mit leben. Da kann ich jetzt auch nichts mehr gegen machen. So. Wir dürften jetzt fast da sein. Übrigens, ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber bei uns, gerade hier in Hessen, da geht's mega ab mit Schnee. Das ist ja unnormal. Wir haben nämlich gerade Samstag und das geht ziemlich ab hier. Es schneit ohne Ende und bedeckt hier alles voll mit irgendeinem Kram, den keiner haben will eigentlich. Okay, dann spielen wir einfach mal ein Treffen mit Mirabeau. Oh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber wir spielen das jetzt. Achso, ich muss da hingehen. Ich dachte, jetzt kommt jetzt erstmal eine Sequenz. Mirabeau, ich glaube, das war der Waffenschmied, ne? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare, dann weiß ich's. Nein, Scherz. Hier außenrum also. So. Elise? Monsieur Mirabeau? Ah, Mirabeau heißt das, gut. Dann weiß ich das für die Zukunft, Mirabeau, nicht Mirabeau. Elise?
soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war's nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. Boah, ich bin mir sicher, dass die das war. Ich glaube, die war das wirklich. Ich glaube schon. Okay, Adlerauge. Untersuchen wir den mal. Warte mal. Ist das einer von unseren Assassinen-Bossen? Ich dachte, das wäre jetzt Mirabeau. Ach du Scheiße. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Was? Blöde Tussi, ey. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die einiges an Scheiß hier zu verbergen hat, ganz im Ernst. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Kemar ist bestimmt der Schwarze, würde ich sagen. Auch wenn das jetzt ein bisschen rassistisch klingt, aber... So, jetzt haben wir auch die drei Sachen gefunden. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Ja gut, dann... muss ich sie wohl mal beschuldigen hier, ja? Templernadel, Templergift, erdrückend. Bravo, du hast mich überführt. Mein gerissener Plan war es, den einzigen Assassinen zu ermorden, der mich nicht töten wollte, und dann abzuwarten, bis ich entdeckt werde. Nicht der einzige Assassine. Stimmt, verzeih. Aber du weißt, dass ich es nicht war. Ich glaube dir, die Bruderschaft jedoch. Lass uns den wahren Mörder finden, bevor sie es erfahren. Ja gut. Alles hier deutet auf eine Beteiligung der Templer. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Das sehe ich auch so, weil der Typ ist tot. Ab geht's. Wir werden jetzt erstmal den Killer suchen. Was uns jetzt genau an diese Stelle führt, was weiß ich. aber ich würde mal sagen, wir folgen einfach mal dem grünen Punkt. So. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich mich da hinstellen soll. Oder ob das ein bisschen risky ist. Aber ich denke mal, es geht nicht anders, ne? Ach nee, das ist unten im Templer. Ach so. Ups. Mega lag. So. Entschuldigung, dass ich mich heute am Anfang so aufgeregt habe, aber das könnt ihr hoffentlich verstehen. Weil wenn ihr so viel Geld ausgibt für eine Grafikkarte, dann ist das natürlich erstmal ein bisschen frustrierend. Okay, hier ist offen, hier war vorher noch nie offen. Was geht hier vor? Na, das will ich jetzt aber hier nicht sehen, ja? Okay. Mit Meister Kemar sprechen. Das ist, wenn das jetzt der Schwarze ist, dann verurteilt mich nicht in den Kommentaren. Oh, am Ende ist der ein Templer, bitte nicht. Oh nein. Wer ist das? Wer bist du? Wo ist Meister Kemar? Wer bist du? Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Okay, er ist ein Assassine. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut.
Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke. Okay. So Leute, die Frage ist jetzt, war es wirklich so schlau? Hallo Meister Kemar, das lese ich gleich vor. War es wirklich so schlau, Elise jetzt so dermaßen in Schutz zu nehmen? Also wirklich mit dem Leben zu beschützen quasi. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue ihr noch nicht, weil sie, glaube ich, auch mehr oder weniger versucht, ihr eigenes Vorhaben auch durchzusetzen. Und da ist ihr auch egal, was passiert. Und man weiß noch nicht, was sie vorhat. Natürlich will sie erst in erster Linie den Tod ihres Vaters rächen, denke ich mal. Aber da das ja jetzt, glaube ich, größtenteils geschehen ist, denke ich mal, hat sie noch andere Pläne. So, Meister Kemal kennt einen windigen Apotheker, der sich auf Geschäfte im Hinterzimmer spezialisiert hat. Ach so, das ist Meister Kemal, ist ja schwul, ey. Ich dachte, das wäre der Schwarze. Okay, jetzt könnt ihr sagen, ich bin absoluter Rassist. Nein, Scherz. Nur Kemal, das ist einfach irgendwie so, keine Ahnung, das ist so ein Name, der irgendwie... Wisst ihr? Hätte ja sein können, ne? So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was wir da rausfinden. Warum ist denn das jetzt hier... Ah, ich sehe schon. Warum ist denn das jetzt hier offen? Das frage ich mich jetzt immer so ein bisschen. Weil vorher war das nicht offen. Ist krass. Okay. Ah, okay, das geht in das Café rein. Okay, was ist das hier? Merkur. Alter, ist das wieder alter ihres Uniform? Rüstung von Thomas de Canellon. Wer ist denn das? Die legendäre Rüstung jenes Assassinen, der Jacques de Molay besiegte. Ah. Das ist also der, gegen den wir am Anfang als Templer gekämpft haben. Das ist Thomas de Canellon. Die legendäre Rüstung des jenes Assassinen, die Jacques de Molay besiegten. Um auf sie zuzugreifen, müssen sie die Fragmente der Nostradamus-Scheibe wieder zusammengesetzt werden. Okay, ich denke mal, dass wir das auch noch erledigen. Also so Nebenmission-Style. Aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal zur nächsten Mission. Das könnte interessant werden, noch diese Nostradamus-Sachen. Vielleicht mache ich das auch nach der Story. Oder ich baue es einfach mal so ein. Wobei, wir haben jetzt auch noch... Was würdet ihr denn sagen, Leute? Okay, ich glaube, wir machen diese Folge nochmal so eine... Wir probieren mal so eine Nostradamus-Mission aus. Ich möchte mal wissen, was da abgeht. Ich denke mal, das ist so wie die Assassinen-Fragmente sammeln in den anderen Teilen. Da hatte man ja auch dann noch Altair-Rüstung und so. Ja. Ich denke mal, das wird ganz interessant. Und nochmal eine kleine Abwechslung zur Story. So. Was haben wir hier hinten noch? Rüstkammer sind wir immer noch. Ja gut, dann... ach nee, wir sind ja gerade... Oh, ich bin ja so blöd. Wir sind ja momentan mitten in der Mission. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich bin einfach blöd. Dann machen wir das im nächsten Part. Das habe ich jetzt hiermit beschlossen. Beschuldigen. Hä, beschuldigen? What? Ach so, muss ich denn hierher wieder zurückkommen, wenn ich was rausgefunden habe, oder wie? Okay. Gut. Achso, rot ist... Ach, Leute. Ich bin verwirrt. Ich gehe jetzt erstmal zu dem grünen Punkt. Und versuche rauszufinden, wer das Assi-Loch ist.
wer der Habak ist. So. Mal gucken, was uns auf dem Weg dorthin erwartet. Dann weiß man ja immer nicht. Den Boten töten. Welcher ist denn der Bote? Der da? So, vergiss es. So. Den Boten haben wir auch erledigt. Ich habe übrigens mal offscreen aufgefüllt, meine ganzen Waffen hier. Phantomklinge, Berserkerklingen und so ein Kram. Ihr wisst Bescheid. So. Nur noch ein paar Meter. Ups, tut mir leid. Sorry, dass du jetzt aufstehen musstest. So, ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Ich glaube, wir sind nicht zu der Party hier eingeladen, aber das juckt mich einen Scheiß. Weil ich bin Arno. So. Lol, Elise, was geht ab? Ist sie behindert? What? Dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Ja klar, die muss erstmal wieder Stress machen, ne? Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück. Ja, cool, eine Verfolgungsmission. So, Leck, wenn du mir jetzt dazwischen kommst, dann hau ich dir eine rein, ey. So. Immer schön mit Ding, mit Gefühl. LOL! Okay, was ist hier passiert? Was ist passiert? Was hab ich jetzt ausgelöst? Ich habe nur ein paar Fragen! Ja, ich versuche hier die Entfernung zum Ziel zu verringern. Meine Güte. Yes. Gut, dass er zurückgekommen ist. Da habe ich auch Glück gehabt, ey. Warum läuft denn der mir auch wieder voll entgegen? Ist er komplett behindert? Hat er gemerkt, dass er nicht klettern kann, oder wie? Oh, bitte. Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist der? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier. Dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Möglicherweise wurden wir aber gar nicht von innen verraten, sondern es war der mysteriöse Mann mit der Kutte, den wir schon ausspioniert haben. Das könnte natürlich auch sein. Ja, also das darf man nicht hier vergessen. Es kann alles machbar sein, es kann alles möglich sein. So. So, dann töten wir mal eben den Verbrecher da. So, hier gibt's Stress, den habe ich gelöst. So, dann... Jetzt können wir aber nicht mehr beschuldigen, ne? Warum können wir nicht mehr beschuldigen? Das ist jetzt die Frage. Wenn wir beschuldigen konnten, konnten wir dann theoretisch einen aus unserer Assassinenbruderschaft beschuldigen? Oder wie ist das jetzt gemeint?
Boah, mein Gott, ey. Mein Kopf explodiert. So. Das interessiert mich jetzt. Ich würde gerne die nächste Mission noch anfangen, aber dafür bleibt uns leider nicht mehr genug Zeit, denke ich, bis wir da sind. Ach komm, du bist doch schon dümmer als ein Besoffener, also halt mal die Klappe. So, mitten durch die Leute. Tschüss, verzieht euch. So. Einmal um die Kurve. Guten Tag, guten Tag. Den Boten töten, machen wir doch glatt. LOL. Der Bote lebt noch? Ah, ne, doch nicht. Ah, ich dachte, das wäre der Bote. Ups. Ich dachte, der Typ wäre der Bote. Sorry. Da lag wohl dann eine Verletzung. Verwechslung vor. Ich bin ja auch voll blöd, ey. Nee. Ich will nicht zurückkommen. Sie haben zusätzliches Einkommen vom Café Theatre erhalten. Das finde ich sehr gut. Und... ja. Oh, immer diese Massenaufstände. Was für eine Revolution. Das ist die Bastille, ne? Ah, ne, doch nicht. Oder? Ne. Ich glaube nicht. Oder doch? Das ist auf jeden Fall ein Gefängnis. Ne, das ist nicht die Bastille. Die Bastille war... irgendwie... ne, das ist nicht die Bastille. Entschuldigung. Ja, mach ich. Boah. Dieses Spiel macht mich fertig. Ne, den Dieb hole ich mir jetzt nicht. Obwohl doch, der kommt ja auf mich zu. Okay. Heute kommen alle auf mich zu. Ist ja echt nett. Sie haben 12 von 15 Massenereignissen beendet. Vielleicht kriegen wir die 15 heute noch... Stress? Vielleicht kriegen wir 15 heute ja noch voll. Bis wir bei unserem schönen Missionsziel sind. Yo, was geht denn hier ab? Was haben die denn alle geraucht? Schauen wir uns das doch mal genauer an. So, wir gehen mal hier nach links. Na? So. Boah, das wird Spaß machen. So. Ich bin... oh Mann, jetzt geh doch da rechts auf dieses kleine Dach. So. Was mehr wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur hier so geil... okay, das geht also nicht. Das kannst du nicht, ey. Doch, sag ich doch. Das wollte ich machen. So. Hier unten ist es. Wir werden jetzt noch in diesen Haufen springen. Das sah natürlich auch überhaupt nicht gefaked aus. Und dann würde ich sagen, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich wünsche euch schönen Schnee, falls ihr in Hessen wohnt oder irgendwo da, wo Schnee liegt. Und bis zum nächsten Part. Haut rein. Ciao.